der moderne Mensch ist ein Anfänger in seinem Lebensverhältnis. Besonders wenn es um die Bearbeitung der Emotionen geht. Könnte man sagen, es sind eine Menge Menschen unterbürgert. Recht haben Leute, dass sofort, wenn ich etwas falsch mache, es gibt immer jemanden, mir zu sagen, dass ich habe es falsch gemacht. Mensch, werde wesentlich, das heißt, konzentriere dich, fokussiere dich auf das Wesentliche. Wenn einer sagt, ich kann keine Witze erzählen, ja, dann bist du nicht fleißig genug, dann musst du noch zweimal üben. Also Humor ist etwas sehr anderes als Komik. Ne? In der Komik versuche ich mir für jemand anders einen Spaß auszudenken. Siebenfach mehr Architecture in unser Gehirn haben, gefährliche Dinge zu erkennen, als positive Dinge zu erkennen. Was ist hier der sogenannte kybernetisch wirkungsvollste Punkt? Der Hund. Bleibt die Stimmung oben? Super, ganz ehrlich. Oder singt die so langsam? Begeisterung ist das Doping fürs Gehirn. Berührung bildet biochemische Wirkungsketten, angestoßen tatsächlich von der Hand oder der Körperwärme, und geht durch den ganzen Körper durch und landet im Darm. Im Darm sitzt ein Großteil des Immunsystems, wenn es ausgebildet worden ist. Und Berührung bildet es aus. Der Humor im Grunde genommen auch, eine Kunst. Wenn wir uns nicht aktiv um diese Kunst kümmern, dann nimmt das im Laufe des Lebens immer ab. Ihr kennt diese uralte Statistik, Kinder lachen 400 Mal am Tag, wir Erwachsenen 20 Mal, Tote gar nicht. Man sieht die Tendenz und die ist nicht gesund. Noch besser ist, was brauchen Sie für Ihre Steuererklärung? Sämtliche Belege, die Vordruck vom Finanzamt und eine Walter PPK 6 mm. Das ist noch besser. Ganz am Anfang, egal wann ihr irgendwo angefangen habt, als die Zahlen sich so erbaut hatten, dann lag die da ins Haus hinten und als sie dann durchgegangen waren, eine tolle Stimmung. Das war so richtig zauberhaft. Und ganz ehrlich, als sie angefangen haben, dort anzufangen, wo sie heute sind, war auch ein Zauberhaft. Berührung, das Anfassbare, wird an Bedeutung gewinnen und die Analogisierung, das sei allen Trendforschern unter uns gesagt, wird der neue Megatrend. Und wie lautet das Learning für den Lebenskongress? Happy Dog, Happy Wife, Happy Life.